Easy, was? Oh mein Gott, was? Es ist soweit! Was? Es gibt Frühstück! Oh mein Gott, bin ich lange nicht... Oh Gott, Easy ist doch nicht die... Wer biegt das nicht ein bisschen schwer im Magen? Die Katze. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du hast den ganzen Kram gegessen. Alter, wir sind seit Ewigkeiten wieder mal in unserer Wohnung. Ja, hier. Trautes Heim. Yeah, wir konnten wieder her, denn wir haben den Bösen bezwungen. Wir haben den Bösen bezwungen. Wir waren alle jetzt, ne, Chip befreit. Wir fühlen uns gut. Exactly. Mr. Turtle war der Böse. Hättest du es kommen sehen? Mr. Turtle. Hättet ihr es kommen sehen? Nein, wir hätten es auch nicht kommen sehen. Nein, ich habe für den Zuschauer geantwortet. Das war meine Zuschauer-Imitator-Stimme. Ich hoffe, ihr fühlt euch akkurat repräsentiert. Ich habe alles gewusst. Also, ich habe es nicht kommen sehen, aber ich nehme mal an, die meisten auch nicht. Weil Mr. Turtle, der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich habe gelesen, ein paar haben gesagt Frau Turtle, aber die war es jetzt ja nicht. Stimmt, die hätte es auch sein können. Hätte es auch sein können. Okay, wollen wir mal in die Stadt? Wollen wir mal ein bisschen... Yeah, let's go! Ohne Angst in die Stadt. Ich meine, wir waren jetzt seit gefühlt 10 Folgen oder sowas entweder vom Polizisten gesucht oder die Stadt war voller Zombies und deswegen konnten wir da nicht hin und... Das war halt so viel. Hallo, Finn. Ja. Ihr habt uns gerettet. Wir haben getan, was wir konnten, aber es ist... Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Ja. Es ist... Ich fühle mich so furchtbar. Meinetwegen ist Detective Summer jetzt tot. Oh, stimmt, der... Ja, aber es war doch nicht deine Schuld. Aber es war ja nicht deine Schuld. Ich meine, das war der Chip in deinem Kopf. Ich meine, ich wollte Easy auch nicht abstechen. Und dann, ich wollte das alles nicht, aber der dumme Chip in meinem Kopf. Eben, da hat man keine Kontrolle drüber. Aber er ist weg, also mach dir keine Sorgen. Das genau, passiert es nie kann wieder. Nie wieder was passieren. Wir haben das Labor abgefackelt. Wir haben das Labor abgefackelt? Ja, heute Nacht war ich da und hab's abgebrannt. Okay. Mama und ich wollten schon hier wegziehen, damit Papa uns nicht mehr finden kann. Aber müsst ihr nicht. Ihr könnt hier wohnen bleiben. Rainbow Town. Schöner Ort eigentlich. Kann man gar nicht sagen. Ich find's lustig, wie man da hinten Opa Bär die ganze Zeit mit dem Sofakopf herumfliegen sieht. Aber das wissen wir jetzt nicht mehr. Genau. Jetzt ist ja alles gut. Wir haben überlegt, auch hier wegzugehen. Wir sind ja schon eine Weile hier. Und wir haben uns gedacht, eigentlich es wäre hier alles gemacht, so, ne? Wir haben, es wäre mal wieder Zeit für was Neues, oder? Ihr wollt weg? Oh, dann sollten wir eine Abschlussfeier machen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oder? Abschlussfeier? Warte, eine Abschluss- oder eine Abschiedsfeier? Eine Abschlussfeier. Wir haben unseren Highschool-Abschluss jetzt gekriegt von der Detektivschule. Wir sind in voller... Ne? Oh, was? Dann sind wir jetzt Detektiv. Ich helfe euch beim Dekorieren. Fragt doch auch mal Haru, ob der ein paar große Tische hat. Das ist eine gute Idee. Der hat bestimmt was übrig. Der ist da hinten. Stimmt, der ist da hinten. Ich sehe ihn schon. Genau, okay, dann Dankeschön, Finn. Machen wir. Bis okay, nachher. Okay, cool. Wir sehen uns nachher. Wir machen eine richtig nice Party. Wir machen was richtig Cooles. Oh, bist du gerade hingefallen? Yeah. Oder bist du in den Busch gelaufen? Hm? Du hast ganz Schaden gekriegt bei mir. Runtergefallen. Das ist Haru, der bearbeitet den Stein. Hallo, Haru. Chips in den Köpfen, ich hätte es wissen müssen. Sowas passiert auch immer in meinem Lieblingsfilm. Ha. Was gibt's ihr beiden? Wir wollten eine Abschlussfeier machen, weil wir bald hier weg wollen und was Neues ausprobieren, einen neuen Ort finden wollen. Und da wollten wir fragen, ob du vielleicht ein paar Tische hast oder Deko oder irgendwas für eine Abschiedsfeier, damit wir im Dorf was aufbauen können. Na klar, habe ich ein paar Tische und auch ein bisschen Deko für heute Abend. Super, das ist ja, cool. Mega gut. Hier, oh, dürfen wir es nehmen? Das sieht ja nice Tische. Aus. Das ist gut. Hast du was? Okay. Ja, ich hab den Rest. Du hast den Rest, prima. Gut, dann vielen Dank, Haru. Jo, alright, cool. Willst du irgendwas? Hier ist eine Beere, lass sie schmecken. Ich habe auch noch eine Kartoffel, bitteschön. Du bist ja ein Gönner heute. Ja, Schweine essen Kartoffeln. Schweine essen Kartoffeln? Ja, Schweine sind Allesfresser. Stimmt. Genauso wie ja, Schweine essen sogar Kartoffeln. Richtig gerne, das weiß ich. Ich war mal auf dem Bauernhof und da haben wir die gefüttert. Never mind. Ja. Ich kenne mich aus im Biologieleben der Tiere. Wollen wir mal mit Lady Lovely reden? Die ist ja auch schon gefühlt eigentlich seit Folgen verschwunden gewesen. Hä, was ist mit dem hier los? Aufgetaucht, was? Frag ihn mal, wo er hin will. Guck mal, er hat einen Koffer. Mr. Holiday, alles okay? Ich warte nur auf mein Taxi. Ich gehe ja auf Weltreise. Oh. Oh, ich will auch mit. Wir sehen uns, Ronja. Bis dann. Ciao. Und war schön mit dir. Viel Spaß auf Weltreise. Warte, hat der Angst vor mir, weil ich eine Maus bin? Weißt du, klein? Haben Elefanten Angst vor Mäusen? Haben sie? Haben sie? Haben sie? Ihr wirkt jetzt nicht so beängstigt, ne? Okay. Ah, Lady Lovely! Hallo, ihr zwei. Hi, Lady Lovely, wie geht's dir? Hola! Ja, mir geht's gut. Ich war so lange in Gefangenschaft, dass ich fast vergessen habe, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, also eigentlich, ne? Rainbow Town ist ja auch schon ein schöner Ort. Es ist
alles so bunt, alles so hell. Und, aber das stimmt, die liebe Lady Lovely war ja gefühlt für Folgen weg. Ja, war sie wirklich. Und dann war sie wieder da und dann war sie wieder weg. Ja, ich erinnere mich an alles. Ich hätte nie gedacht, dass Herr Turtwin sowas machen würde. Wir auch alle nicht. Nee. Vor allem der arme Finn, der muss so durch den Wind sein. Ich meine, sein eigener Vater. Überleg mal. Stimmt eigentlich. Da ist der Opa-Bär. Der fliegt, ich will auch, der zieht ja seine Kreise. Opa-Bär hier! Opa-Bär hier! Opa-Bär! Wie funktioniert das? Achso. Wir wollten fragen, und zwar, wir haben einen Brief gekriegt, ja? Von einer unbekannten Person mit einer Warnung drin. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war der von dir. Hast du uns versucht zu warnen? Welche Warnung? Naja, da stand drin von wegen, hey, das mit den Entführungen ist erst der Anfang, es kommt noch schlimmer. Da ging es dann wahrscheinlich darum, dass das so Chips waren, die implantiert wurden und dass der Böse jetzt die Stadt übernehmen will. Ich habe mir gedacht, du warst ja so lange in Gefangenschaft, dass du vielleicht die Möglichkeit hattest, uns da mal was zu schreiben. Warst du das? Nein, ich habe nichts geschrieben. Wir wurden ja alle über unsere Chips kontrolliert. Das stimmt. Ich hätte nichts über die Planung sagen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Okay, gut. Dann warst es du nicht, aber dann trotzdem schön, dass du wieder hier bist. Was bist du denn jetzt, Easy? Opa Bär, ich habe eine Kartoffel für dich. Oh Gott. Komm doch runter, ich gebe dir eine Kartoffel, bitte. Ich weiß nicht, ob Bären so gern Kartoffeln essen. Ich weiß, dass Bären Kartoffeln lieben. Guck mal hier, die Kartoffel. Bären auch. Hol sie dir. Komm her. Kommt er runter? Ich glaube, ja. Er senkt gerade. Ja, ja. Er senkt. Er senkt. Denkst du nicht, er senkt? Nee, er fliegt wieder los. Er senkt gar nicht. Nein! Er fliegt weiter, er will die Kartoffel nicht. Nein, ich wollte den Sessel. Das ist der Sessel, klar. Ich krieg ihn! Oh, ich Gott. Krieg ihn! Okay. Was machen wir jetzt? Wollen wir mal beim Affen vorbeischauen? Weil vielleicht hat der uns den Brief geschrieben. Oh, guck mal, da oben ist er. Hallo, Affe, Mr. Affenmann. Mr. Monkey, kommen Sie runter. Mr. Monkey, richtig. Irgendwie bin ich es nicht mit Namen. Hi. Mr. Monkey. Ey, was wollt ihr hier? Wir wissen, du warst es. Du hast uns den Brief geschickt. Stimmt's? Hast du uns gewarnt? Hast du? Erwischt. Ich hab den Brief geschickt. Ich wollte den Mist nicht noch länger mit ansehen. Aber ich meine, es ist ja im Endeffekt alles gut ausgegangen. Stell dir mal vor, wir wären jetzt rausgegangen aus dem Ort. Und dann? Dann wären die ganzen Tiere noch kontrolliert. Du hättest einen Chip im Gehirn. Stimmt eigentlich. Ich hatte nie dieses Gefühl, schon als ich euch das erste Mal gesehen habe. Danke, danke. Danke, Mr. Monkey, wir auch. Deswegen wollte ich euch ja in den Treibsand locken. Das war zu eurem Besten. Aber wo ist es denn zu unserem Besten, wenn wir im Treibsand untergehen? Mr. Monkey. Stimmt, der hat uns am Anfang den Kompass gegeben. Der uns, also es ist besser, als mit dem Chip kontrolliert zu werden. Wirklich? Er hat schon recht. Findest du nicht? Aber hey, es ist ja alles gut ausgegangen. Ja. Sowohl der Treibsand als auch die Chip-Geschichte. Und nur Ronjas Freundschaft mit mir hat das Ganze ja. Richtig. Weißt du, sonst wären wir beide tot, aber da wir so gute Freunde sind, hat das alles geklappt. Voll gut. Ja. Alles klar. Cool, aber dann wissen wir Bescheid. Dankeschön, dass du uns warnen wolltest auf jeden Fall. Wir dachten, es wäre der Bürgermeister und wir dachten, er will uns auf eine falsche Fährte locken. Aber das war wohl nix. Hier ist ein Apfel, ciao. Achso, möchtest du heute Abend zu unserer Abschiedsparty kommen? Nee, viele Leute sind nicht so mein Fall. Ich bleib lieber allein in meinem Haus und guck euch zu. Alles klar, dann mach's gut. Tschüssi. Okay, wenn du doch vorbeikommen willst, du bist herzlich eingeladen. Bis dann. Du bist ja großzügig heute. Wollen wir nochmal beim beim Zauberer vorbeigucken? So, und da wären wir auch schon. Auf dem Klo. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Hallo. 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 Wie geht es euch? Ihr habt es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben das Band den Bösen der Freundschaft besiegt. Hat uns geholfen. Das Band der Freundschaft hat uns geholfen, in der Tat. Yeah. Danke für Ihre Hilfe. Toll. Ich hatte keine Sekunde an euch gezweifelt. Die Kristallkugel lügt nie. Sag mal, habt ihr in eurer Kristallkugel, also hast du in deiner Kristallkugel, hast du da noch irgendwie so ein paar Tipps für uns? Vielleicht ein paar Zukunftssachen? Irgendwas, worauf wir achten können? Wird einer von euch reich? Können wir den beklauen? Solche Sachen. Wer fliegt auf den Mars? Wer fliegt auf den Mars? Gute Sache. Wie sieht die Menschheit in 200 Jahren aus? Was? Was macht der da? Guckt der in die Sonne? Ist das die große Kristallkugel oder so? Vielleicht. Es ist die große Kristallkugel des Lebens. Meinst du nicht? Du eigentlich. Ihr wollt das Dorf verlassen, oder? Oh, das hat er durch die Kristallkugel rausgefunden. Oh, ja. Stark.
Ja, wir wollen das Dorf wirklich verlassen. Habe ich auch in der Kristallkugel gesehen. Ihr beide werdet noch viele Abenteuer zusammen erleben. Das ist gut. Cool. Machen wir. Wir müssen mal gucken, was aber ja. Vergesst nie, eure Freundschaft ist wirklich etwas Besonderes. Ja, weil ich glaube, sonst hätte ich dich einfach mit dem Messer, ne? Hätte ich nicht aus meiner Trance rausge... Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ganz gut gewesen. Ja. Dass wir befreundet sind. Alles klar, gut. Dann, wir machen eine Abschiedsparty und wenn du möchtest, kannst du gerne vorbeikommen. Ansonsten würden wir jetzt wieder ins Dorf zurückgehen. Dann bis heute Abend vielleicht. Macht's gut. Ich hoffe, er kommt nicht, dass uns hier alle absagen und wir sind alleine auf unserer Abschiedsparty. Das wäre voll peinlich. Das wäre echt unangenehm. Ich meine, wer will jetzt nicht? Affe will nicht kommen. Du bist der Einzige, der abgesagt hat. Nevermind. Ja, aber wer weiß, ob er kommt. Wer weiß. Ja, genau. Ja, hast schon recht. Okay, dann würde ich sagen, können wir ein bisschen dekorieren. Oder? Jetzt ist ja hier, wo vorher die ganzen OP-Tische waren und sowas, viel Platz. Da können wir... Stimmt, hier können wir Tische aufstellen. Schon mal ruhig. Zack. Stell mal hier hin oder so. Warte, zack. Ja, perfekt. Bam. Hast du nicht noch mehr kleine Tische? Ich hab Stühle noch. Aber da waren auch noch kleine Tische drin. Ich hab, ich hab hier noch einen kleinen Tisch. Den kann ich hier in die Lücke stellen. Ja, warte mal. Ich mach mal den. Gefällt dir nicht, ne? Naja. Hier lang? Nein, das gefällt mir nicht. Aber hast du nicht noch mehr kleine Tische? Ich hab, warte. Ich hab noch zwei kleine Tische. Und ich hab noch einen Stuhl. Mach mal einen hier so hin, so quer. Achso, du möchtest so eine Tischreihe bauen? Ja, genau. Ah, okay. Warte. So ein Kreis, so ein Tischkreis. Die muss ich drehen. Musst du von hier, genau, von da genau platzieren. So. Ja, perfekt. Und den anderen kannst du hier zwischen machen oder so. Sehr schön, ja. Ja. So. Cool. Also ich meine, es ist mehr Organisator, aber okay. Wird schon. Haben wir noch Stühle? Ich habe noch einen Stuhl. Wir können sonst auch noch welche bei Haru holen, glaube ich. Das sieht so schön aus mit den ganzen Girlanden hier oben. Mega. Oder? Ja. Ja, total. Und es sind auch Leute gekommen. Also alles hat geklappt. Nicht alle noch abgesagt, Gott sei Dank. Oh, ich habe so einen Hunger. Isst du schon? Oh, ja. Gut. Warte, musst ich warten? Oh, Entschuldigung. Nein, ich bin noch kein Schwein. Ist ruhig. Nee, Peppa ist das Schwein. Ich glaube, wir sollten uns so langsam von allen verabschieden, oder? Ja, ich glaube auch. Bevor es jetzt Nacht wird, es wird ja schon dunkel, sollten wir auch losziehen. Ja. Okay, dann Bürgermeister. Machen Sie es gut. Es war wirklich schön. Was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass ich euch so schlecht behandelt habe. Ja, ich meine, alles okay. Es ist jetzt ja nichts Schlimmes bei rumgekommen. Wir wirkten vielleicht wie Eindringlinge. Ihr wart fremd und ich konnte euch nicht vertrauen. Ohne euch jedoch wären wir verloren. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Ja, wir haben echt unser Bestes getan. Ich bin froh, dass es euch allen gut geht jetzt. Ja. So schön dekoriert war unsere Stadt schon lange nicht mehr. Ich meine, ich bin mir sicher, dass wenn man Peppa fragt, die gerne mal eine Deko-Aufgabe übernimmt oder zwei, die hat ja unsere Wohnung auch schon mal umgestaltet. Stimmt, hat sie. wirklich hübsch. Natürlich schade, dass ihr uns verlassen wollt. Es tut uns auch leid, dass wir dich verdächtigt haben, Mr. Bürgermeister. Es war, ich weiß, nicht unbedingt die feine englische Art, nachzuspionieren und allen zu sagen, der Bürgermeister ist der Entführer, der Bürgermeister möchte alle, ne, umbringen. Ja, da ist was dran. Also, ja. Aber gut, dass du es uns nicht übel nimmst. Ihr seid jederzeit willkommen, falls ihr uns nochmal besuchen möchtet. Das ist schön, das freut uns sehr. Yeah! Wir kommen bestimmt wieder. Wir kommen bestimmt mal zu Besuch, oder? Ja, auf jeden Fall. Wow. Alles klar, cool. Dann, ich glaube, Opa Bär ist beschäftigt. Von dem verabschieden wir uns nachher. Ist gerade seine 15 Kartoffeln, die er hier gesammelt hat. Okay, Olivia, mach's gut. Wir würden... ich sitze im Doktor drin. Wir machen uns so langsam auf den Weg. Ich werde euch vermissen. Seid ihr sicher, dass ihr hier weg wollt? Ja, ich glaube, so langsam ist es Zeit für was Neues, oder? Ich denke auch, ja. Vielleicht können wir ja noch anderen Leuten helfen. Ja, genau. Wir sind Weltreisende. Jetzt herrscht ja hier auch keine Gefahr mehr. Das stimmt. Und ich meine, ihr habt ja auch eure Organisation. Falls nochmal irgendwas passiert, dann, ne? Bin ich sicher, ihr könnt euch darum kümmern. Vielleicht nicht Peppa, aber ihr wart meine Lieblingsmitglieder in der Organisation. Puh, danke. Oh, wie cool. Danke. Ich gebe zu, Peppa hatte Schwierigkeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg auf euren zukünftigen Abenteuern. Vielen Dank. Wir machen uns mal auf jetzt, ne? Ja, wir gehen. Machen wir gut, was Doktor. Ist das? Sie hat uns ein Teleskop gegeben. Echt? Hier, als kleines Geschenk von mir, damit ihr euch die Sterne angucken könnt. Oh, das ist schön. Danke. Ich sehe die Sterne nämlich nicht so gut im Moment. Meine Augen sind
schwach. Pepper, mach's gut. Wir machen uns jetzt so langsam, oh Gott, auf die Reise. Die ist gerade irgendwie voll bei mir runtergesprungen. Wie so ein Wahnsinniger. Schlupft's. Mensch, er haut wirklich ab, oder? Ja. Bist du so traurig deswegen? Das tut uns auch leid. Wir werden dich bestimmt auch vermissen. Genau. Es tut mir wirklich weh, mich davon zu trennen. Aber ihr braucht ihn mehr als ich. Hä? Warte, ist das... Was ist das? Peppers Lieblingsschlamm. Oh. Was, Lieblingsschlamm? Peppers Lieblingsschlamm. Oh, und ich krieg ganz Schlamm viel. Och nee, wehe, du wirfst... Die kriegst du nicht. Das sind meine. Nein. Ronja, nein. Gib sie mir. Peppa, hast du noch mehr? Peppa, nein, hast du noch mehr? Peppa hat keine mehr. Peppa, schade. Komm schon. Peppa kann dir nämlich keinen Schlamm mehr geben. Vielen Dank, Peppa, für den Lieblingsschlamm. Wir werden ihn... Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Das ist mein Lieblingsschlamm. Ja. Wir werden ihn gut bewachen. Ja? Nein. Bitte nicht. Denkt an mich, wenn ihr euch darin wälzt. Macht's gut, Schlamm. Ich werde dich vermissen. Sagt nicht mehr zu uns, macht's gut. Sie sagt sie im Schlamm, macht's gut. Okay. Mach's gut, Peppa. Mach's gut, Peppa. Wir passen gut auf deinen Schlamm auf. Ja, wir geben uns Mühe, dass deinem Schlamm, ne, alles tschüss, gut geht. Finn. Tschüss, Finn. Tschüss, Lenny Lovely. Tschüss, Miss Turtle. Tschüss, alle. Tschüss, alle. Wir? Ja, ich glaube, wir gehen. Okay, let's go. Alles cool. Klar, gut. Dann war's das mit Mega dieser schön. End. Finalfolge von Minecraft Rainbow Town. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Wir haben am Ende des Videos nochmal die ganze Playlist verlinkt. Also falls ihr die Folgen nochmal alle hintereinander weggucken möchtet, dann könnt ihr das in der Playlist da machen. Und ansonsten sehen wir uns, hör mir jetzt zu werfen, im nächsten Projekt wieder. Das kommt in ungefähr so 1 bis 2 Monaten. Also ist jetzt erstmal kurz Projektpause, aber danach kommt direkt das nächste. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Und dann vergesst nicht, Isis Kanal zu abonnieren, meinen Kanal zu abonnieren. Yeah. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!